Willkommen zu meinem dritten Lernvideo, Erklärvideo zur schriftlichen Subtraktion. Jetzt geht's los mit dem Übertrag. Das Zauberwort bleibt, ist und bleibt wie im letzten Video das Wort bis. Gucken wir uns das erste Beispiel an. 71 minus 29, das schreibe ich euch untereinander. 71 minus 29, wo ist das Lineal? Das liegt hier hinten. Der Strich kommt in die Mitte der Kästchenreihe, das werden wir gleich brauchen. Und jetzt werdet ihr merken, wenn wir wie bisher rechnen, 9 bis 1, ja, das geht gar nicht, denn die 1 ist ja kleiner als die 9. 9 bis 1 und deswegen tun wir hier oben in den Einer tun wir 10 dazu. Das wird dann eine 11. Und wir tun nicht nur zur ersten Zahl 10 dazu, sondern auch zur zweiten Zahl tun wir 10 dazu. Das machen wir hierbei als 1 Zehner, 10 zehn Einer und 1 ein Zehner, wisst ihr, ist das gleiche. Und ihr wisst auch, wenn ich oben 10 dazu tue und unten 10 dazu tue, bleibt das Ergebnis gleich. Jetzt rechnen wir nicht 9 bis 1, sondern 9 bis 11. 9 bis 11 sind bekanntlich 2, da beißt die Maus keinen Faden ab und Anton auch nicht. Diese 1 gehört jetzt hier zu der unteren Zahl, das sind also 3. 3 bis 7 ist das gleiche wie 4. Jetzt werdet ihr hä sagen und was ist das denn? Und das ist ja komisch, aber glaubt mir, ihr werdet es relativ schnell verstehen. Vor allem, wenn wir jetzt unsere nächsten Beispielaufgaben gemacht haben. Die nehmen wir jetzt einmal weg. Beispielaufgabe 2. So. 592 minus 378, die schreibe ich erstmal untereinander. 592 minus. 378. Da kommt ein Strich drunter. So. Jetzt haben wir wieder das Problem: 8 bis 2 geht nicht. So ein Mist. Also machen wir daraus eine 12. Die schreiben wir nicht immer mit. Das ist das letzte Mal, dass ich die mitschreibe. Danach denken wir sie uns nur noch. Also 8 bis 12. Und wenn ich hier oben 10 dazu tue, muss ich hier unten auch 10 dazu tun damit das Ergebnis gleich bleibt wie bei den Schokoküssen. Also 8 bis 12 ist das gleiche wie 4. Und das sind jetzt 8. 8 bis 9 ist das gleiche wie 1. Und 3 bis 5, ja, ist das gleiche wie 2. Das ist geblieben, wie es ist. So. Und fertig. Das war doch schon gar nicht mehr so schwer. Jetzt verkürzen wir es noch ein bisschen weiter. Beispiel, Aufgabe Nummer 3. 425 minus 67, strich drunter, da wo er hingehört, in die Mitte der Kästchenreihe nämlich. So, jetzt haben wir es wieder. Also 7 bis 5 geht nicht. Zauberwort ist immer noch bis. 7 bis 5 geht nicht. Also 7 bis 15 sind 8. 7 bis 15 sind 8. Jetzt habt ihr gemerkt, ich habe mir oben die 15 gespart, schreibe aber den einen, den einen Zehner hier natürlich trotzdem hin, damit ich ihn nicht vergesse. Aber das kann ich mir wirklich merken, da muss ich keine kleine 15 mehr drüber schreiben. So, weiter geht's. Das sind jetzt 7. 7 bis 2 geht nicht. Also 7 bis 12 sind 5. Und 1 bis 4 ist das gleiche wie 3. Doppelt unterstreichen und. Dann haben wir diese Aufgabe auch schon wieder geschafft. Und wir haben noch eine letzte Beispielaufgabe. Dazu muss diese erstmal weg. Und dafür kommt die andere dazu. Ah, diese Nullen. Ich liebe Nullen. 805 minus 109. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir daraus machen können. So. Dumm, die dumm, die dumm. Strich ist in der Mitte der Kästchenreihe. Das Zauberwort ist bis 7 bis 5. Ah, 7 bis 5 geht nicht. 7 bis 5, 10. Sie, 7, 9 bis 5 geht nicht. 9 bis 5, 10 sind 6. Ach, Herr Bröcker, konzentrier dich. Das müsst ihr auch. 1 bis 0 geht nicht. Also 1 bis 10 sind 9. Und dann haben wir hier unten 2. 2 bis 8 ist wie immer 6. So, jetzt könnt ihr euch. Euer Video nochmal zurückspulen, wenn ihr es nicht verstanden habt und es euch nochmal ansehen. Tschüss!